Hallöchen, du liebe Seele, und willkommen an meiner Strandpromenade der Orakelnixe zu dieser Kartenlegung. Ja, wie ihr es vielleicht schon erkennen könnt, habe ich heute die Königinnen herausgelegt. Die stehen im Kollektiv ja meist für den Zuschauer, ob männlich oder weiblich. Wer sich damit nicht identifizieren kann, als Mann oder Frau, darf auch gerne dann das andere Video ansehen, das dann folgen wird mit den Königen, die männliche aktive Energie. Also es kann durchaus auch sein, wenn ihr eine Dame seid und sagt, boah, ich bin so gar nicht in dieser Damen-Flow-Welt drin. Der oder diejenige kann sich natürlich auch als König identifizieren. Wie komme ich darauf? Ich möchte gerne einmal die verschiedenen Sparten der Energie abfragen. Wer es ja schon länger mit Tarot hat und Lenormand und so weiter, sprich die Kartenlegerei, weiß, dass Münzen, Stäbe, Kelche und Schwerter auch mit den Sternzeichen zu tun haben könnten. Also Erdzeichen, Feuerzeichen, Wasserzeichen und Luftzeichen. So einschränken möchte ich es allerdings nicht. Ich bin kein Freund von Beschränkungen, Einschränkungen und Fesseln auferlegen oder gar etwas vorzukauen. Ich bin eher der Mensch, der vielleicht ein bisschen Gedankenanstöße macht und den Rest lasse ich jedem seinen Freiraum. Auch Freiraum zu hinterfragen, ist es meine Legung, trifft es auf mich zu oder eben auch nicht. Meine Intuition ist heute, wir schauen bei der Königin der Münzen auf die Erdung, das heißt die Stabilität, vielleicht auch eine Art Komfortzone, auch das Materielle, Finanzielle, Berufliche, das Standing, alles, was einem, ja, der Boden unter den Füßen ist. Mit der Königin der Stäbe, hier geht es um Feuerleidenschaft, für etwas brennen, auch Aktivitäten. Es kann auch hier natürlich ein Hobby sein, ja, das einem Spaß macht, wo man gerne Energie reingibt. Dann die Königin der Kelche, hier geht es um Familiäres, um Emotionen, um die Herzlichkeit, auch die Mütterlichkeit und Fürsorge. Und mit Königin der Schwerter, hier geht es um Kommunikation und Gedankenkraft, also auch das Mindset, Mind Games und so weiter, alles, was mit dem Kopf zu tun hat. Also wir könnten schlichtweg sagen, wenn wir jetzt Richtung Chakren gehen würden, wäre Schwerter Kopfchakra oder auch Stirn-Kehlchakra, dann mit Königin der Kelche, da wäre eher so die Herzgegend, die Emotion oder auch die Seele gedacht. Mit den Stäben wäre es Sakralchakra, teilweise vielleicht sogar Wurzelchakra mit drin und die Erdung natürlich Wurzelchakra, beziehungsweise eben, ja, die Beine könnte man sagen auch. Also Kopf, Herz, Bauch und der Bewegungsapparat. So könnten wir es auch sagen. Gut, es gibt so viele Deutungsmöglichkeiten, also ja. Ich könnte dieses Video jetzt schon wieder abspalten in unterschiedliche Königinnen. Aber ich versuche es jetzt einfach mal kurz und knackig zu fassen. Vielleicht gibt es dann mal einen Folgetermin zur Ausweitung der einzelnen Bereiche. So, ich würde sagen, wir legen jetzt einmal zwei Karten pro Königin. Okay, die will hierhin, die Zweier. Die Zweier-Session, dann lassen wir die eben auch so liegen. Okay, ein Gegenüberlein. Sehr schön. Eindeutig zwei Karten bitte. Okay. Das will jetzt noch nicht so ganz mir sagen, wohin es möchte. Liebes Universum, zwei Stück für die Kelchkönigin bitte. Auch ein Gegenüberlein. Na, jetzt wird es aber spannend. Ein verborgenes Gegenüberlein. Einmal die Schwertkönigin noch. Die Kommunikation. Besser kann es ja nicht sein, eindeutiger. Und hier haben wir euch als Zuschauer, Zuschauerin, die Herrscherin vielleicht auch. Oder vielleicht auch die Hohepriesterin, je nachdem. Also vielleicht auch Eremitin, denn liegt auf dem Kopf. Also schaut hier eher zu. Heißt, ja, die Hände in Schoß legen, den Herrgott einen guten Mann sein lassen, einfach mal dieses TV-Video anzusehen.
Was ist denn hier die Stabilität? Ist hier Stabilität gegeben oder eher nicht? Ja, also der Berg kann hier durchaus für Stabilität und auch die Erdung stehen, sehe ich immer wieder so, denn der Berg ist ja geerdet. Wer, wenn nicht der Berg, ist hier näher der Erde? Ja, so festes Standing, auch der Fels in der Brandung. Und das kann die Königin der Münzen natürlich auch sein und ist es im Normalfall auch. Kann allerdings sein, wenn da so jemand ins Leben platzt, dass man vielleicht auch mal den Boden unter den Füßen weggezogen bekommt, dass man vielleicht auch verunsichert wird. Und das sehe ich hier, ne? Also irgendjemand hat hier die Münzenergie, also die stabile Energie oder vielleicht auch die Erdzeichen in meiner Community ein bisschen ins Wanken gebracht. Ja, so eine Art Erdbeben oder vielleicht auch einen Vulkanausbruch, ja, ein Ausbruch von Gefühlen, von Emotionen. Emotionen muss nicht immer nur die rosarote Brille sein, es kann durchaus auch mal Wut, Enttäuschung sein. Ne? Auch die Tränen an Emotionen können ausbrechen. Also hier kann wirklich alles sein. Auf jeden Fall heißt es hier, da ist irgendwie was nicht nied- und nagelfest. Ja? Stab. Königin, Feuer, Leidenschaft. Man hat hier Hoffnung in was gesetzt, auch die Leidenschaft in was gesetzt. Vielleicht in einen neuen Beruf, vielleicht einen neuen Menschen, vielleicht neue Freunde, vielleicht neue Projekte, Objekte, Ziele. Aber hier ist die Hoffnung enttäuscht worden. Man kann schon fast sagen, gnadenlos enttäuscht worden oder man blickt noch nicht ganz durch, ob dies jetzt noch eine Chance, eine Hoffnung walten lassen kann, dass hier in der Leidenschaft oder auch in der aktiven Energie es sich noch lohnt, Energie reinzusetzen, also noch etwas voranzutreiben, oder ob es hier wirklich der falsche Weg ist, wofür oder für wen man auch brennt. Beruf, zwischenmenschlich, wunschpartnerschaftlich. Also hier ist man ein bisschen vorsichtig auch geworden, vielleicht auch ein Ticken übervorsichtig durch die Erfahrungswerte. Ja, und bei der Kelchkönigin mit diesem Gegenüberlein, auch männlich oder weiblich, ist es ähnlich. Ja, auch hier die Emotionen, man lässt einem in Ungewissen irgendwie. Also hier hält jemand hinterm Berg, hier hält jemand noch etwas geheim, wobei hier etwas jetzt hochkocht, es kommt etwas raus. Ja, vielleicht darf man hier eben auch was aussprechen. Kommunikation lag ja hier auch schon bei der Kommunikation. Bin mal gespannt, was hier noch dazu sich äußert. Das Buch, das offene, liegt oben. Also hier heißt es, vielleicht dreht hier auch jemand die Zeilen um. Ja, also in Emotionen. Vielleicht hat dich jemand emotional berührt, vielleicht auch verführt oder verletzt und jetzt dreht sich der Spieß um, sei es bewusst oder unbewusst. Ja. Vielleicht weiß derjenige jetzt über dich gar nicht mehr so, wo du bist, was du tust, mit wem du zugange bist und wie es dir geht. Ja, weil es kann sein, dass du hier nun das Kapitel für dich beendet hast, in den Emotionen allemal. Ja. Du hast dich hier verschlossen. Ja, die Kommunikation ist hier nicht so schön, die Sonne liegt auf dem Kopf, ja. Also da gibt es noch Gesprächs- und Redebedarf an sich, kommt drauf an, wer jetzt hier noch wen zur Kommunikation auffordert oder auch es zulässt, hier einen Termin zu vereinbaren oder ob man sagt, nee, also der Zug ist abgefahren, ich habe jetzt einfach null Bock mehr, hier nochmal Energie, Kraft und Feuer und Leidenschaft reinzustecken. Ja, vielleicht war man hier für jemanden nur der leidenschaftliche Stab, der hier gebrannt hat. Und sobald der Stab niedergebrannt ist, hat man vielleicht gedacht, naja, dann haben wir uns quasi nichts mehr zu sagen. Okay, jetzt schauen wir mal noch hier drunter, die Ruten auf dem Kopf und die Störche. Ja, es könnte sein, hier ist jemand weitergezogen oder auch umgezogen, weggezogen. Ansonsten gilt es auch emotional, sich zu abspalten, ja, so zu entfernen, einen Keil auch, der dazwischen steht, na, der Riesenberg, denn hier konnte man nicht auf Augenhöhe diskutieren. Ja, der eine war vielleicht gleich persönlich angegriffen, der andere konnte zu wenig sich was von der Seele reden oder wie man es sieht, ja, eigentlich sachlich, fachlich, und der andere bezieht es dann gleich auf die Persönlichkeit. Und irgendwie ist hier die Kommunikation nicht ganz so im Flow gewesen. So, dann schauen wir mal, was Tarot hier noch erweitert dazu sagt.
Was sagt hier Tarot noch dazu? Einer macht schon die Biege. Ich hab sie. Und lauter nackte Hintern strahlen mir hier entgegen. Die Nacke Days, die muss ich erstmal kurz ein bisschen bekleiden. Mit dem Gericht. Oh, ist noch ein Nackedei, der aber noch drin bleibt. Und 6 der Stäbe. Die Erdung. Ja, die Erdung mit 6 der Stäbe. Die guten Nachrichten, Probleme lösen. Vergangenes lösen heißt es hier. Vergangenheit darf bearbeitet werden. Alte Blockaden, alte Hindernisse, alte Verstrickungen sehe ich auch hier. Wir haben hier auch sehr viele Menschen, die hier an einer Zeremonie teilnehmen. Ja, vielleicht hat hier jemand die Optionen abgewägt oder dachte, man hatte vielleicht viele Optionen oder man hat und das hat sich dann irgendwie aufgelöst, ja, in nichts aufgelöst, ja. Wenn man hier jetzt die ganzen Naked Days ansehen würde, die hier nach einem höheren Streben oder schon gar nach dem Karma rufen, dann kann es schon sein, dass jemand jetzt die Hüllen fallen ließ oder du eben hinter eine Kulisse geblickt hast, dass eben der Mensch gar nicht so stabil ist, wie derjenige vorgibt. Ja, vielleicht auch vorgegoogelt hat, wie viel Münzen man verdient und im Endeffekt ist es gar nicht so. Sehr bezeichnend könnte es sein, wenn ein Mensch immer dann auf dich zukommt, wenn vielleicht der erste ist eines Monats oder der 15. Ja? Wenn es immer wiederkehrend dieser Zyklus ist und der Mensch kommt immer dann auf dich zu, wenn es quasi wieder den Münzeingang gab. Ne? Also dann kann man schon denken, okay, da ist nicht so viel auf der hohen Kante. Ja. Die Königin der Stäbe. Darauf haben wir die Hohepriesterin und die 6 der Schwerter. Ja, ich sehe hier eine Ambivalenz bzw. konträre Energien, denn Königin der Stäbe ist ja impulsiv, also möchte nach vorne, überlegt auch nicht. Lange fackelt nicht lange, kann man sagen, mit der brennenden Fackel. Ja. Die Hohepriesterin hingegen ist eher, die sich erst entscheidet, also auch wankelmütig sein kann, wenn man Klarheit hat, ja, wie man den Weg gehen soll. Und das kann natürlich der Fuchs auch sein. Auf der einen Seite will man schnell vorangehen und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ich fühle mich doch noch ein bisschen unsicher. Denn hier haben wir auch einen Abschied. Also es könnte sein, dass man hier vielleicht wirklich noch mit der Energie ein bisschen haushalten darf. Das heißt, wirklich es dosiert anzuwenden, sage ich jetzt mal. Ja, auch wenn wir für Menschen brennen, sprichwörtlich, und ja, rosarote Brille auf und auf Wolke 7 schweben, hat man vielleicht viele Erfahrungen gesammelt und sagt, boah, ich mache jetzt erstmal die Notbremse rein. Ja. Gefühle erstmal, wie beim Staudamm, erstmal ein bisschen zurückhalten. Denn mit den 6 der Schwertern heißt es ja auch hier vorangehen. Hohepriesterin sagt wieder, bremsen. Kommt ja so eine kleine Herz-gegen-Kopf-Energie rein. Sich für Neues öffnen, zaghaft öffnen. Und das ist vielleicht hier auch der Knackpunkt. Man weiß nicht, ist es der richtige Mensch, ist es der richtige Beruf, ist es der richtige Arbeitgeber, ist es der richtige Wunschpartner. Ja, der Fuchs kann für Übervorsichtigkeit oder auch Misstrauen ja, es anzeigen. Ja, also hier ist so ein bisschen eine Zwiegespaltenheit drin. Ja. Was können wir noch sagen? Ja, man ist sich eben unsicher, ob man hier noch Energie reingeben soll oder ob man wirklich ja, das Zepter quasi niederlegt und sagt, nee, also hier möchte ich dieses Königreich in Anführungszeichen gar nicht regieren. Okay, schauen wir in die Emotions. Die 9 der Schwerter auf dem Kopf liegend. Ja, die Unsicherheit legt man hier ab,
Angst vor erneuter Verletzung legt man ab. Ja, hier sehe ich jetzt eher das Gegenüberlein, ja, der hier Ängste hatte, verletzt zu werden, und der Ritter der Münzen, die Treue und die Beständigkeit, die eben nicht gegeben war, weil jemand verunsichert ist oder war. Angst vor Verletzungen, die Königin der Kelche, ja, die ist emotional unterwegs, öffnet sich allerdings auch gerne für Gefühle oder zeigt es, spricht es vielleicht nicht unbedingt aus, aber zeigt es mit, ja, Dasein, mit Fürsorglichkeit, mit Mütterlichkeit, mit Umsorgen, mit Fühlen, mit Trauern, mit Lachen, mit Weinen und so weiter. Also wirklich emotional folgen können, emotionale Reife sehe ich. Und hier ist ein Gegenüberlein, der ist emotional nicht so gereift. Ja? Warum auch immer, vielleicht hat derjenige immer kühle, oberflächliche Beziehungen und Verbindungen gehabt. Von klein auf kann dies geschehen sein. Und hat dieses Thema vielleicht gar nie von dieser spirituellen Seite gesehen, sondern nur, oh, alle Menschen sind böse zu mir, ich bin das Opfer, ich komme auf keinen grünen Zweig, emotional, herztechnisch, seelentechnisch, materiell vielleicht. Es kann sein, dass man dann Ausgleich versucht hat zu schaffen. Jetzt kommt man auf den Trichter, das geht gar nicht. Ich kann Äpfel nicht mit Birnen aufwiegen. Vor der Waage kann ich es vielleicht vorgaukeln, aber meinem Geschmackssinn oder meinem Auge eben nicht. Ja. Es sagt eindeutig, hey, das ist eine Birne und das ist ein Apfel. Oder Banane und Apfel. Ja, das kannst du jetzt nicht miteinander vergleichen. Und gegeneinander aufwiegen schon gleich gar nicht, wenn wir realistisch sind. Ja, also hier heißt es, treu zur Seite stehen, auch zu den Gefühlen, treu zur Verantwortung stehen. Was möchte ich? Zu wem möchte ich gehören? Wem möchte ich auch beistehen? Ja? Vor allem der Emotionen, und nicht hin und her reißen lassen oder beeinflussen lassen. Ja, das können empathische Menschen natürlich auch als Falle ansehen, ja, wenn man sehr empathisch ist, mitfühlt mit den anderen Menschen und diese aber in der Fuchsenergie unterwegs sind. Das heißt, sie gaukeln einem ja etwas vor, wie es einem vielleicht schlecht geht oder. Ja, es kann sein, es geht einem vielleicht emotional schlecht dem Gegenüberlein, aber finanziell vielleicht nicht. Ja, dann ist doch nicht alles schlecht. Und empathische Menschen sind leider auch sehr leicht manipulierbar. Ja, es ist ein leichtes teilweise. Und es kann sein, dass hier der eine oder andere vielleicht auch deshalb euch ein bisschen mehr verschließt. Schwertkönigin, die Kommunikation, 8 der Schwerter, die Hemmungen, sich eingeengt fühlen, weil man etwas nicht in Redefluss bringen kann oder sich nicht traut oder vielleicht auch Maulverbot, also Mundverbot bekam in der Vergangenheit. Eine Chance, die großes Potenzial hat oder hatte. Das heißt, wenn man hier den Kelch der Kommunikation auch angenommen hätte, gefüllt hätte und auch wieder gelehrt hätte, sprich sich etwas von der Seele, vom Herzen geredet hätte, dann wären diese 8 der Schwerter erst gar nicht aufgetaucht. Ja? Denn hier hat man dich vielleicht auch am langen Arm verhungern lassen. Hier ist nur noch eine Pfütze zu sehen, vielleicht die Pfütze der Tränen. Denn du wolltest hier vielleicht vieles geben, wenig empfangen, ja, und hast letztendlich die 8 Schwerter um dich herum bekommen, sprich ein Gefängnis. Ja, wie gesagt, es kann beruflich sein, zwischenmenschlich, partnerschaftlich, wunschpartnerschaftlich, freundschaftlich, ganz egal was. Es kann auch im häuslichen Umfeld sein, Vermieter, Mieter, Nachbarn, alles Mögliche kann das sein. Also, dass man hier sich einfach gar nicht mehr traut, etwas auszusprechen. Und ich finde es so krass, ja, jeder beschwert sich über alles und jeden gefühlt mittlerweile, aber nach vorne aussprechen wagt es keiner mehr. Woran liegt das? Oder an wem liegt das? Liegt es vielleicht auch an mir? Warum traue ich mich nicht? Welche Konsequenzen befürchte ich vielleicht auch? Befürchte ich eine Kündigung? Eine Abmahnung? Vielleicht eine Freundschaft, die dann vielleicht gar keine ist, wenn ich etwas anspreche? Ja, das wäre dann der weiterführende Gedanke. Wenn ich mich nicht traue, etwas anzusprechen, ist es dann wirklich die wahre Freundschaft? Ja, oder wenn man dann auch nicht die andere Sichtweisen erörtern kann, ja, jeder hat ja seine Sichtweise, seine Wahrnehmung, seine Meinung, warum traue ich mich, es nicht anzureden, warum darf ich es nicht ansprechen,
Ja, alles so ein bisschen weiterführend, hinterfragen, hinterbeleuchten. Am Unterdeck habe ich noch vier der Stäbe. Ja, die Offenheit, das wünscht man sich, das wünschst du dich. Offene Gespräche, Frieden, Harmonie. Die Lebensfreude genießen, auch Einladungen, Dates, Festlichkeiten und so weiter. Ja, offen sein und sich trotzdem geborgen fühlen. Hier kommt es mir so vor, wenn ich mich öffne, dann bin ich verletzlich, dann zeige ich mich verletzlich, dann kann derjenige ja was gegen mich verwenden. Und auch hier, Beruf, zwischenmenschlich, partnerschaftlich, auf allen Ebenen, ist dies gegeben. Ja, nicht umsonst sagt man Beruf und Privates trennen, denn leider ist es oftmals so, dass wenn man beruflich über Privates redet oder auch teilweise andersrum, dass es eben gegen einen verwendet wird. Sei es aus Eifersuchtsdramen oder sei es, dass Kollegen oder der Chef einen dann am Wickel haben, weil man genau weiß, ha, der Mitarbeiter hat noch ein großes Haus abzuzahlen. Das heißt, ich kann den ja quasi bis ans Limit schröpfen, weil ich weiß, derjenige ist abhängig von meinem Geld. Ja, wer so pokert als Chef, der rechnet nicht mit solchen Mitarbeitern, die sagen, tja, also pff, ich kann auch gut und gerne mein Haus verlassen. Ich kann auch mein Haus verkaufen. Ich kann mich auch verkleinern. Oder ich habe noch mehr Ambitionen, woanders Fuß zu fassen, wenn ich nicht wertgeschätzt werde. Und dasselbe ist auch im zwischenmenschlichen Bereich. Vielleicht denkt der eine oder andere, ich poker jetzt mal hoch. Derjenige ist sicher an meiner Seite. Und dann kann sein, du hast vielleicht gesagt, mit mir nicht, mein Freundchen. Ja, also jemand hat dich falsch eingeschätzt, jemand hat dich unterschätzt und denkt jetzt, hoppala, wo ist sie oder er denn jetzt hingerannt? Das gibt's nicht, das geht nicht, also so nicht mit mir. Ne? Ja, das angekratzte Ego, der angekratzte Stolz, das ist hier wohl ein großes Thema. Ja, vielleicht hat ja jemand gesagt, guter Chef, ich muss hier nicht arbeiten, ich muss hier nicht bleiben, ich kann auch gut und gerne weiterziehen. Ist dann nicht mein Bier. Ne? Also ich arbeite gerne und ich arbeite auch Überstunden, ich mache auch dies und das und jenes, aber ausnutzen lassen oder gar gesundheitlich mich irgendwie schröpfen zu lassen, das sehe ich nicht ein. Dann verdiene ich lieber wenig, oder verdienen ist wieder, ne, das falsche Wort, immer diese Gewohnheitsfloskeln, dann bekomme ich vielleicht weniger Geld, dafür habe ich aber mehr meine Balance in mir. Was mich ja letztendlich auch wieder länger arbeiten lassen kann, weil ich habe dann mehr länger Kraft und Energie. Und so ist es auch im Zwischenmenschlichen, so ist es auch in der Partnerschaft. Wer den anderen immer ausnutzt, benutzt und so weiter und so fort, hat nicht so lange was von einer Verbindung, von einer Partnerschaft, wie die Verbindungen, in denen man immer guckt, dass etwas ausgeglichen ist. Ja? So war es früher zumindest mal, meiner Meinung nach. Die Herren sind außer Haus zum Arbeiten gegangen und die Damen haben derweil zu Hause was Leckeres gekocht, sodass der Herr nicht noch lange an den Herd stehen musste. Er hat ja auch was für sich, was aber nicht heißt, dass ich die Traditionen alle positiv sehe. So, diese war übrig, nehmen wir als Unterdeck. Die Hingabe, Kontrolle loslassen und dem Universum übergeben oder hingeben, auf das Leben vertrauen, lernen. Also Lernaufgabe, hier wieder Vertrauen in bestimmte Menschen und auch Situationen der Intuition folgen. Die lag auf dem Kopf, ja, die Erdenergien, die sind schon sehr auf Stabilität aus. Wir haben hier einen Neuanfang auch in der Intuition. Das heißt, wieder ein Urvertrauen zur Natur, zur Erdung aufzubauen. Also sich wieder erden, raus aus dem Kopf, auch raus aus den Emotionen und raus aus der, raus aus der Impulsivität vielleicht auch. Ja. Wenn der Kelch des Wassers voll ist und es kommt ein Tropfen drauf und es ist der Flow, der vielleicht negativ ist, also der negativ emotional gefüllte Kelch, dann ist es, wie wenn das Fass dann überläuft, dann ist es nicht so gut. Also hier auch Balance zwischen Feuer, Wasser, Erde und Luft.
Seelenvertrag und der Player auf dem Kopf. Ja, hier weiß man nicht genau, dass man hin und her gerissen ist. Ist es ein Player? Spielt derjenige nur mit mir? Ja, haben Feuerzeichen ja auch öfter so an sich, so wie ich es persönlich schon wahrgenommen habe. Oder ist es wirklich ein Seelenvertrag? Also diese Anziehungskraft, ist es nur der Leidenschaft gewidmet oder ist da wirklich was Tieferes? Das heißt, von Feuer auch ins Wasser einzutauchen. Ja, vielleicht hat hier wirklich jemand das noch nicht richtig differenzieren können. Was ist das jetzt denn hier mit uns? Matchen wir wirklich im Beruf, im zwischenmenschlichen oder Wunschpartnerschaftstechnischen? Oder ist es doch eher die manipulative Energie? Die Ablenkung und das Schattenkind. Ja, die Gefühle nicht fühlen müssen, heißt es hier. Es kann sein, dass hier jemand wirklich versucht, mit vielen Optionen, mit vielen Dates abzulenken vor dem inneren Schattenkind, also die inneren Schattenthemen sich selbst nicht fühlen müssen. Das kann auch sein, dass sich jemand hier vielleicht mit Alkohol ertränkt, die Gefühle ertränkt, ja, wenn wir das mal so sagen können. Also wegspülen möchte, es geht aber nicht. Ja, das geht nicht, das Kind schaukelt weiter. Bindungsangst heißt es hier, ungeheilte Anteile und Misstrauen. Misstrauen haben wir da oben ja schon gesehen, Misstrauen eben wieder verletzt zu werden. Bindungsängste, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit diesen Begriffen. Ja, und Bindungsangst, dann dürfte ich rein theoretisch auch keine Bindung zu Kindern annehmen oder Freunden, ja, wenn ich Bindungsängste hätte, allgemein. Ja, das sind vielleicht spezielle Bindungsängste, also Abspaltungen davon, sage ich jetzt mal, Anteile davon. Okay. Ja, die Kommunikation hinter einer Maske. Hier hat man etwas nicht ausreden können, nicht ansprechen dürfen, sollen, sich getraut haben. Ja, auch die Spiritualität. Vielleicht hat hier jemand über Spirituelles nicht gern geredet oder hat sich eben geweigert oder hat Angst davor gehabt, blöd dargestellt zu werden oder als verrückt deklariert zu werden. Hier spürt jemand ganz genau, dass es hier eine spezielle Verbindung gibt. Aber durch das, dass man hier sich noch nicht richtig öffnen konnte, weiß man jetzt nicht, spielt derjenige mit mir, fühlt er das auch, ja, diese Kompatibilität, Yin und Yang, alles männlich und weiblich, was zusammengehört, zusammenmatcht. Oder ist das jetzt Manipulation? Blabbert der mir jetzt nur nach? Oder kennt er sich jetzt wirklich vielleicht mit der Spiritualität und Seelenverbindungen und so weiter aus? Quantenphysik vielleicht, auch Numerologie, Astrologie, große Ganzes, Göttliches, Himmlische, ganz egal, an was man hier denkt. Man weiß, dass der andere so ein bisschen auch hineingeschnuppert hat in dieses Metier. Aber letztendlich ist man sich hier nicht sicher, was darf ich anreden, ja? Wo kann ich was anreden? Und dann frage ich mich wieder, gibt es hier noch Kraft und Energie reinzusetzen oder ist es erfolglos, ja, wenn sich hier total jemand verweigert, darüber zu reden, was man spürt oder welche Ängste man hat und dann vielleicht immer nur wegrennt, dann ist es vielleicht doch nur Fake, vielleicht doch nur eine Vorgaukelei eines Seelenvertrags. Das heißt, jemand plappert irgendwas vom Internet eben nach und sagt, ja, wir haben eine Seelenverbindung, nur um jemanden vielleicht materiell zu schröpfen oder eben um nicht alleine bleiben zu müssen. Und solche Dinge kann durchaus sein. Auf jeden Fall ist hier noch ein Fragezeichen drauf. Ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Kann ich die Leidenschaft hier wirklich mit diesem Menschen leben? Ja, dieses Füreinanderbrennen, ist es wirklich die wahre Seelenliebe, die wahre Seelenverbindung oder meine Berufung von Herzen, von der Seele raus? Oder ist es wirklich nur eine Illusion, eine Seifenblase? Das ist hier die Frage. Deshalb fragen wir mal Mond. Wir haben jetzt aktuell ja den Neumond im Zwilling gehabt. Deshalb, Monde sind ja Mondzyklen. Das heißt, die Neumondenergie fließt ja auch ein Stück weit über. Für mich immer bis zur Mitte. Und dann geht es ja wieder zum Vollmond. So, ui, jetzt ist aber was los hier.
Auf dem Kopf Spiritualität und Machbarkeit, Vollmond in den Fischen. Also die Fische-Energie, die volle Fische-Energie sehe ich hier mit der Spiritualität. Hier verweigert jemand das Thema ganz groß. Ja. Also hier habt ihr es gesehen auf den Seelenvertrag. Hier ist irgendwas, aber man weiß noch nicht, was ist hier wirklich Realität. Ein Problem löst sich auf. Vollmond im Krebs, auch hier nochmals die Emotionen, die Gefühle. Und die Emotionen laufen auf Hochtouren mit der Supermondenergie. Also hier geht es ganz viel um Gefühle, um Intuition, um auch sämtliche Gefühle auch ein Stück weit zu kontrollieren. Vielleicht auch deine Gefühle zu kontrollieren, dich zu kontrollieren. Vielleicht auch vom Außen. Und auch die Impulsivität ist ja auch eine Art, ja. Gefühl, beziehungsweise ein Gefühl kann auch zur Impulsivität überschwappen. Sicherheit für dich und deine Liebsten, nochmals die Wasser, Emotionen, Gefühlsenergie, Neumond im Krebs und auf dem Kopf, deine Hingabe wird getestet, zunehmender Halbmond. Ja, sag doch, Neumond bis zur Hälfte passt auf dem Kopf, das heißt, eine Testphase wird sich zum Halbmond hier ausgetestet haben. Hinüber, eingestellt, abgehakt, erledigt sein. Ja, deine Hingabe wurde getestet. Also Hingabe zu wem oder was? Lässt du dich nur leidenschaftlich verführen oder bist du wirklich in der Seelenliebe, auch in der Eigenliebe? Oder wo lässt du dich auch zu schnell einlullen, verführen, vielleicht auch mit netten Worten kann man Emotionen ja auch hervorrufen, die Co-Abhängigkeit, ja. Wenn jemand nette Worte hat oder auch viel Lobhudelei, dann bindet man sich doch gerne, wie wenn jemand ja vielleicht auch mal das eine oder andere an Kritik anwendet. Wobei ich finde, jemand, der ehrlich Kritik sachlich und fachlich äußern kann und auch diskutieren kann, nicht unnötig Streit entfachen, sondern wirklich sachlich, fachlich diskutieren, ist für mich persönlich in einem höheren Wert gestellt wie jemand, der unehrlich Lobhudelei betreibt oder einen so himmelhoch jauchzend hochlobt und dann einfach wieder fallen lässt. Also das geht gar nicht. Dann lieber ehrliche Kritik und im Gegenzug dann aber auch wieder Anerkennung und Wertschätzung zeigen, wie jemand, der immer nur herumsäuselt, Honig ums Maul schmiert, um an bestimmte Dinge, Ziele zu kommen, materiell oder sonst irgendwas, zeitliche Hingabe. Ja? Okay, meine Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute und bis demnächst, bis zum Königen Orakel und macht's gut, macht's schick, lasst euch nicht verunsichern. Bis dann. Tschüss, deine Orakelnixe.